Hallo YouTube, da sind wir wieder. Ihr seht es. Jesper steht neben uns, also die Sache mit der Konsole hat geklappt. Allerdings haben wir das Problem, dass er uns einfach nicht folgt. Ich habe keine Ahnung warum. Also wir haben ihn jetzt quasi da oben rausgeholt, beziehungsweise haben wir ihn per Konsolenbefehl angewählt und haben ihn zu uns geholt, per Konsolenbefehl. Was aber nichts daran ändert, dass er uns nicht folgt. Questmäßig ist aber alles tutti. Mit Jesper gemeinsam zum lebenden Tempel reisen und dort Konstantin treffen. Wenn wir die Quest jetzt allerdings per Konsolenbefehl eine Stufe weiterschalten, dann hätten wir die Geschichte mit dem Treffen schon erledigt. Und insofern können wir uns zum Tempel ja mal alleine durchschlagen oder es probieren. Jetzt möchte ich aber erstmal nochmal hier unten gucken, was uns hier noch so erwartet. Außer Wolfi. Ingobert? Are you ready? Are you ready for this? Zack. Fum. Boah, Lag des Todes. Todeslag, keine Kampfmusik. Was ist denn hier nur los heute? Wolfi? Guck nicht so blöde. Ach, Ingobert. Was ist denn nur los hier? Was ist denn das nur? Was macht der denn da hinten? Naja, das ist ja. Ist mir auch egal. Ist das die Wasserstation des Kehlsteinbruchs entdeckt? Sebastian! Das verstehen jetzt nur Dortmund-Fans. Da hinten auf dem Weg steht jemand. Keine Ahnung, wie gut oder böse derjenige ist. Kehlsteinmühle entdeckt. Meines. Wir entdecken schöne neue Orte. Das ist ein Arp da oben. Glaube ich. Mühle am Kehlsteinbruch. Komm mal reingucken. Ich weiß gerade nicht, ob das so eine gute Idee war. Halt. Falsch. Hallo, Ingo. Kehlstein-Mühlgrube. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal nicht rein. Wenn ihr mir ja generell schon gesagt habt, oh, Gedichtband. Können wir gleich mal reingucken. Expertenrolle. Sternlings Großschwert. Gerade irgendwas mit Sterling gelesen. Gedichtband. Wüste. Dunkles Leben. Über die Verlorenen. Keine Weiten. Nein. Gedichte nicht schlüpfrig genug. Der Buchtitel. Der triggert mich nicht. Zaun aus der Hölle. So, ich vermute hier oben können wir auch noch irgendwas entdecken. Von Lags mal abgesehen. Auf jeden Fall regelmäßig richtige Spielstände anlegen.
Okay, hier ist die Mühlgrube. Okay, da wären wir dann wahrscheinlich irgendwie in der Mühle rausgekommen. So, wir holen uns mal hier wieder einen Ingo ran. Aber irgendwie scheint er mit der Navigation heute so ein bisschen Probleme zu haben. Ach, das sind sogar nur Banditen. Bist du ein Magier? Mehr Mana. Das nehmen wir alles mit. Oh, wir haben einen neuen Stab des Feuerballs. Zum Glück hat er den nicht eingesetzt. Er wäre nämlich ein sicherer One-Hit gewesen. Da würde ich ja fast drauf wetten. Was wollte ich nachgucken? Ich weiß nicht. Hier wollte ich aber mal gucken. Wir haben 57 Leer. Alter, wir können so viel, wir könnten theoretisch so viele Bücher kaufen. Ach ja, wenn wir doch nur Kohle hätten. Kohle, 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 Kohle. Aber ich habe ja, wir haben ja gut Zauber eingekauft. Toter Schürfer. Groschen. Ah, die Schuhe, den Rest kannst du behalten. Lavendel. Keine Ahnung, wofür wir es mal brauchen könnten. Ja, aber zum Thema Speicherstände sollte man sowieso nicht immer nur mit dem Schnellspeichern durch die Gegend laufen, sondern immer mal wieder, vor allen Dingen vor wichtigen Dingen, Speicherstände anlegen. Nicht aus dem Grund, dass man irgendwas vielleicht ständig neu laden muss, sondern vielmehr aus dem Grund, dass man dass vielleicht irgendwas verbuggt sein könnte oder wie auch immer. Okay, und man ja, man halt einfach irgendwie in der Quest nicht weiterkommt. Es kann so unglaublich viel passieren. Ach genau, ich wollte einfach nur gucken, wie voll unser Inventar ist. Okay, da haben wir noch ein bisschen Platz haben wir da noch. Dieses Mühlengelände ist ziemlich groß. Wo bin ich überhaupt? Wo bin ich überhaupt? Ich glaube, der einfachste Weg wäre tatsächlich über die Brücke gewesen und dann erstmal zum... Also Ziel ist vielleicht in der und der nächsten Folge noch der Myradenturm Schneefelstaverne. Dazu sollte ich mich aber vielleicht nicht ständig hier unten am Fluss lang bewegen, sondern einfach mal oben lang gehen. Kleines Depot. Wie war das, oben lang gehen? Puh, vergiss es. Das gibt's doch nicht. Fuck dich! Also entweder muss ich jetzt ja mal, ich muss mal wieder ein bisschen philosophieren. Entweder sind die Gegner hier in diesem speziellen Bereich deutlich, deutlich schwächer, oder Arps sind generell deutlich stärker als der Rest der wilden Gegnerschar. Das weiß ich halt nicht so genau. Oder es klappt einfach mit dem Frostzauber immer noch so viel besser, dass es mir jetzt einfach nur wesentlich leichter vorkommt, obwohl es gar nicht zwingend leichter ist. So viele Möglichkeiten. Oh, das Salz gibst du mir mal. Den Runenbogen auf jeden Fall auch. Das auch, das auch. Das kannst du behalten. Das, das. Runenschwert, gib mal her. Okay. Klamotten. Okay.
ist niemand mehr. Gut. Ja, ich weiß, ich bin so vorsichtig. Lehrlingsrolle. Ja, könnte man höchstens noch verkaufen. Oh. Okay. Okay. Mehr nach hier so. Gut. Wie viel Dietrich haben wir noch? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ring der Veränderung. Mentalismus-Magie kostet jetzt noch weniger Mana. Erhöht Mana um 22 Punkte. Was haben wir denn aktuell für einen Ring-Anfinger? I fell into a burning ring of fire. And it burns, burns, burns. That ring of fire. Elementarzauber kosten weniger Mana. Wir können ja an unsere verdammten 10 Finger nur einen Ring anziehen. Ich glaube, 10% weniger Kosten für Elementarzauber macht ein bisschen mehr Sinn. Geisterbingo! Geh mir nicht auf den Geist, mein Freund. So. Ich drehe jetzt um. Sharim Ralata. Das haben wir doch schon ein paar Mal gehört. Hier drin ist bestimmt die übelste... Also, falls wir da rein können, vielleicht können wir hoch. Guck mal. Auf jeden Fall, hier ist bestimmt die übelste... Die übelste Magier-Party am Start. Wir haben ja eben schon einige... Magier sehen dürfen. Ich will mal kurz nochmal, ne? Einfach nochmal so, weil ich... Für so ein bisschen will ich immer nicht zwingen. Wir sind bei 12%, okay. 20 heilte das, ne? Dieser Trank, dieses... Ambrosia, danke. Kehlsteinverarbeitungsanlage. Sorry, aber... Ich möchte jetzt... Zurück. Trockener Brunnenschacht. Nein! Alter, was ist das hier? Komm ich hier wieder hoch? Ja. Da führt dich zur Not auch noch eine Quest hin. Ja, das ist ja immer... Das ist ja immer meine Befürchtung, wenn ich irgendwo reingehe. Das war ja in Skyrim schon immer meine Befürchtung, dass das... am Ende des Tages in Quest-Dungeon ist. Da wollen wir rüber. Und ich hier jetzt schon irgendwas mache oder irgendwo reingehe, irgendwas erkunde, wo ich später dann nochmal hin muss. Auch wenn das dann vielleicht von Gegnern befreit ist, aber dann läuft man halt nochmal durch das gleiche Gebiet. Und deswegen bin ich immer ein bisschen, sagen wir mal, zurückhaltend, was das Betreten von Dungeons angeht, die nicht questrelevant sind zum aktuellen Zeitpunkt des Spiels. Ja, ich weiß, dass das ein Myradenturm ist, wo ich hinfliegen kann, aber wir waren ja in dem Gebiet noch nicht. Insofern möchte ich da hinlaufen. Und nicht einfach hinfliegen. Weil das ist langweilig. Das kann man dann machen, wenn man sich das, wenn man den Weg einmal gegangen ist. So war ja in Skyrim auch meine Philosophie. Wege das erste Mal laufen und danach kann man da ruhig schnell hinreisen. Habe ich dann auch kein größeres Problem mit. Aber ich finde, einmal sollte man irgendwie schon hinlaufen, sonst... Alter Ingo, wo bist du denn lang gegangen? Immerhin war die Höhle ganz nett. Zu vorsichtig manchmal. Ja, das gebe ich gerne zu. Fertig? Gut, dann lass uns weiter. Manchmal etwas zu vorsichtig bin. Jesper! Jetzt steht er wieder da. Was hat er denn? Oh, er folgt uns. Oh, Junge! Vielleicht folgt er uns auch nur, wenn wir auf dem richtigen Weg sind. Jetzt eine gute Pfeife. Aber eigentlich sollte es doch sein wie bei... Unterstützung. Kalia? Heißt die Kalia?
dass sie uns begleitet und wenn wir den falschen Weg gehen, dass das Spiel uns quasi sagt, nein, hier nicht. Nebelsteinbrücke entdeckt. Sicher kommt heran und leert die Becher 15 Mal soll es geschehen und wir fangen an zu zählen. Einmal nur der Freude wegen, zweimal für des Vaters Segen, dreimal für die armen Seelen, die man empfehlen. Au! Das trinken Hirtenbauern, die sonst auf dem Land versauern, Händler, Schmied und auch der Bart sind sich heute für nichts zu schade. Entschuldige, ich weiß, ich... Schön, er trellert sich ein und niedert die Gegner um. Nicht gut singen. Tut mir leid. Brauchen wir alles nicht. Eine Leiche. Mit einem Dietrich. Na gut, immerhin. Dietrich, wichtig. Kann man nie genug haben. Seid ihr Eisgeister, also hier Dings? Mächtiges Irrlicht. Zauber sah gerade aus wie so ein stotternder Motor. So, packen wir den Eiszauber. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ich habe ja vorhin gefragt, ob Geisterbär Ingo allgemein immun gegen Eiszauber ist. Hey. Info wäre immer noch ganz nice. Biene, wo machst du denn ständig rum? Immer lese ich nur wieder da, was habe ich verpasst. Boah, ich habe gerade gedacht, da hinten steht ein riesiger Gegner. Das ist ein Baumstumpf. Nur ein Baumstumpf. Wir laufen ja eigentlich ganz gut auf den Myradenturm zu, ne? Das sah gerade aus wie ein Lager. Was sehe ich denn hier für Sachen? Das stimmt nicht mit mir. Wow, wie grün es hier plötzlich wird. Das würde ich auch gern können. Wow, wie da plötzlich so ein Typi steht, so ein, weißt du, so ein... Was bist du? Waldelementar. Wie sie mich einfach beide voll zur Seite drängeln. Manu, ich will auch was machen. Wo... Tappwurzel. Okay. Nicht Krabby! Ja, nun, Kill-Animation ist gut. Gute Arbeit. Sie hat dich verwandelt, Ingo. Was ist mit dir geschehen? Sieht voll cool aus. So ein grüner Ingo. Watchmen die Jespers, was? Aber vielleicht wäre es beim Myradenturm dann ratsam, erstmal Stuff verkaufen zu gehen. Ja. Alles mitnehmen, auch die Becher. Hm, wahrscheinlich. Das ist doch einfach manchmal ein Witz, dass die Gegner fast nichts hier. Naja, es ist okay. Ich fand es jetzt in Skyrim, also zumindest rückblickend, ich weiß nicht, ob ich mich während des Skyrim-Let's Plays irgendwann auch mal drüber ausgelassen habe, dass Gegner zu wenig Loot geben. Wie ich mich kenne, wahrscheinlich schon. Aber rückblickend ist, muss ich sagen, ist es okay. Man findet eigentlich ordentlich gut Stuff. Wie riesig überhaupt die Wölfe sind. Viel zu einfach.
Vollkommen ohne Sinn und Verstand. Na komm schon. Mach es mir nicht so einfach. War die in den Bäumen festgebackt oder geglitscht oder wie auch immer? Ne, nicht Ingo, die Truhe. Da liegt noch ein Tränkchen, eine Brezel. Eine Brezel, wie geil. Brezeln sind voll lecker. Hier hat es irgendwen aus den Latschen gehauen. Ja, gutes Wert-Gewichtsverhältnis. So, Wolf hier hat vielleicht Fleisch. Vielleicht auch nichts. So, das sieht aus wie eine Schmiede? Fragezeichen. Wo ist der Myradenturm? Ist der da oben irgendwo oder einfach nur hier um die Ecke? Mit der F5. Wie es eben noch gritzegrün war alles und jetzt ist hier der übelst fiese Schneesturm. Wo sind wir hier? Oh, eine Taverne. Coolie. Dürfte ich die auch mal entdecken? Fragezeichen. Du bist bestimmt freundlich, ne? Ach, guck mal, hier ist auch der Myradenturm. Perfekt. Voll überzogen, ey. So, jetzt wollen wir das Tavernchen noch entdecken. Machen wir beim nächsten Mal. Ich sehe da schon einen rumtaumeln. Schön, das wird bestimmt witzig. Also, wir gucken uns beim nächsten Mal auf jeden Fall die Taverne an. Vielleicht finden wir da hier irgendwo in der Nähe auch einen Händler. Wo wir das Zeug verkaufen können. Ansonsten haben wir ja unseren Zauber, mit dem wir direkt zu unserem Haus zurück können. Und dann können wir halt einfach zum Myradenturm wieder fliegen hier. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich ein bisschen Händler-Action haben. Action in Anführungszeichen. Ich sag bis hier aber erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.